Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Mein Name ist EditEP und das ist der Spieleanfragen-Schicker an die Facebook-Seite der Finsternis. Okay, gut. Ja, wir sind jetzt bei. Oh, wie hieß denn das Level jetzt? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Bier-It? Aircrash. Okay. Oh Gott. Crash, hahaha. Just beat it. Beat it. Just beat it. Beat it. Beat it. Beat it. Beat you. Beat me. Wollen wir eigentlich mit dem Spiel von eben weitermachen? Ja, klar. Wo haben wir aufgehört? Perlenglanz. Perlenglanz? Ja. Oh Gott, und da willst du jetzt, der muss jetzt erstmal wieder anfangen. Du machst jetzt was mit Glanz. Nee, ich hatte Perlenglanz. Dir fällt mir nichts mit Glanz ein, komm. Ja, okay, Glanzleistung. Na, hatte ich jetzt auch gerade, scheiße. Mist. Leistungsverbesserung. Verbesserungswürdig. Ja, mach du es was mit würdig. Gewonnen. Ja. Würdig. Oh Gott. Nein, ich will jetzt nicht verlieren. Scheiße. Ja, okay, jetzt habe ich verloren. Ein Leben weniger und das Battle gegen dich. Das ist hart. Ich habe das Battle gegen dich verloren. Wie der Asiate gegen Fortune. Um ein bisschen aktuell zu bleiben. Ja. Ich mache ein Statement dazu. Dann gib mal dein Statement. Also, nee, du müsstest ja wirklich die Freudentränen im Gesicht haben beim Kiko-Statement, Alter. Wieso beim Kiko-Statement? Ja, ihr habt ja eine gemeinsame Vergangenheit. Ich weiß nicht, ich kenn Kiko nicht. Ja, Kiko-Shit. Wir wollen ja hier nichts erzählen. So, ja, wieso Kiko-Statement? Ich hab da nichts zu gesehen. Ich verfolge Kiko nicht. Hast du das Statement nicht gesehen? Nein. Ja, echt nicht. Erzähl mal, was hat er so erzählt? Ja, dass halt aussteigt, weil... Ach so, das... Ja, das habe ich gesehen. Ich dachte, jetzt gab nochmal ein extra Statement zu dem Sieg von Fortune. Nee. Ich nehme mein Gehirn in die Hand und ich glaube, es zeigt schon Wirkung. Oh mein Gott, ich bin nicht hier. Ich habe nichts Böses gesagt. Komm, sei lieb. Ja, ich will ja, dass deine Abonnenten ein bisschen Detektivarbeit leisten. Ja, natürlich. Also, vielleicht finden sie es irgendwann mal heraus. Ohne dass jemand spoilert von den Leuten, die mich vielleicht wirklich kennen. Ja, ich glaube im Dreier Let's Play. Was? Let's Play zu Crash Bandicoot 3, da. Da gab's eigentlich schon genug. Ja. Also wer wirklich sich mal die Mühe gemacht hat und mein Crash Bandicoot 3 Let's Play noch geguckt hat. Vor allem die Parts mit mir. Also da wird's ja was? Geredet. Oh, ja, da hauen wir aber wirklich richtig auf die Pauke, oder? Ja, sagt man das so, auf die Pauke hauen? Ja, oder? Auf den Putz. Auf den Putz. Was war mit der Pauke? Pauke und Trompeten. Keine Ahnung. Blasen. Blasen. Kumpel Hautarzt. Hautarzt. Kumpelblase. Busenfreunde. Fred Feuerstein und Barney Gerolheimer. Zippo. Feuerzeug. Feuerzeug, Moment. Dann komm jetzt nicht mit treuer Freund. Ach, mir reimen? Ich dachte, du nein, bist du, nein. Ich dachte, Synonyme jetzt. Ja. Dabei bleibt es auch. Sonst habe ich keine Chance. Ja, gut, dass Alter, Synonym auf Feuerzeug. Verdammt. Spielzeug. Aufzeichen. Videospiele. Also was? Ich habe es gerade schon selbst weitergemacht. Ich hatte gerade Spielzeug gesagt und dann habe ich Videospiele gesagt. Ich hatte Rauchzeichen. Rauchzeichen. Zeichensetzung. Nee, jetzt kommen wir wieder das falsche Spiel. Rauchzeichen. Oh, ich bin ja hier vorne wieder. Rauchzeichen. Indianer. Binnetou. Ranger. Wie hieß der Typ? Christian Tramitz.
Bulli. Herbig. Sissi. Ey, jetzt kommt wieder eine Stellverlage für dich. Sissi und ja. Der wilde Kaiser. Yeti. Ach, ich dachte, jetzt kommt Österreich. Was reimt sich auf Österreich? Boah, ich bin kein Rapper, denn was reimt sich auf Österreich? Ey Junge, ja. Was reimt sich auf Österreich? Das ist eine geilste Line. Ja. Schleichwerbung. Ey, wir machen hier Schleichwerbung ohne Ende in diesem Let's Play. Das ist ja, schlecht. Wir haben ja nicht gesagt, dass der Track von Materia ist. Ey, da komme ich jetzt endlich mal über diese Scheißstelle rüber, weißt du, und dann werde ich von so einer scheiß Piranha-Pflanze aus Super Mario gefuttert. Siehst du schon wieder was, wo Sony Nintendo so ein bisschen verarscht? Piranha-Pflanzen. Die gab's sogar bei Hugo. Kennst du Hugo? Ja, klar, ich habe sogar noch ein PC-Spiel von Hugo. Das war übelst geil. Das muss auch noch Let's Play werden. Nein, niemals. Hugo, das, die Spiele sind nicht mal so leicht, Alter. Das stimmt allerdings. Ich hatte immer so eine, ich überlege gerade, was für ein Teil waren das? Da musstest du immer Zahlen auf deine Tastatur drücken, um zum Beispiel ihn zu lenken beim Snowboardfahren oder ähnliches. Musstest am Ende dann, was mache ich denn da? Musstest am Ende auch dann immer noch die richtigen, den richtigen Käfig oder die richtige Leitung irgendwie, glaube ich, auswählen für den Käfig, um deine Freundin zu retten oder sowas. Gegen irgendeine so komische Frau musstest du da spielen. Wenn jemand weiß, was für ein Hugo-Teil das war, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Ich will es jetzt doch gerne mal wieder spielen. Die Frau war zu 99% Texaner. Okay, dann weiß ich schon mal nicht, welcher Teil das war. Ich habe gedacht, das wäre ja einmalig. Nee, Texaner ist, glaube ich, in jedem Teil. Ist ja Texaner, gab es zu Hugo irgendwie auch mal eine Serie oder sowas? Woher kommt Hugo? Eine Serie weiß ich jetzt nicht. Es gab damals so eine Show, wo du anrufen konntest, du mitspielen konntest quasi. Also jetzt so auch in diesem Comic-Trick und dann hast du so gesehen wie bei, jetzt wie ich dir gesagt habe, bei dem Spiel hast du dann immer gesagt, da und da lang und dann und so weiter oder was? Ja genau, so auf die Art. Oder ich glaube, du konntest sogar Tasten drücken oder sowas, ja. Ah, sehr cool. Ja und Zeichentrick, so wie sagt man, Sequenzen immer zwischendurch und das hast du toll gemacht und ja. Ja. Und Texana war eine echte Frau. Zum Beispiel Sonja Sito war mal Texana. Sagt mir jetzt nichts. Der Name sagt mir schon was, aber ich habe jetzt kein Bild dazu. Die 10 größten, keine Ahnung, Ausraster im TV zum Beispiel. Oder Dschungelcamp, die alte. Das ist Sonja Sito. Oh, ich hab kein Bild vor den Augen. Blond, kurzhaarig. Keine Ahnung. Oh Gott. Tot. Ich lebe noch. Ich hatte noch eine Maske geschenkt bekommen, weil ich so schlecht war. Und das sollte mir zu Gedenken geben. Nein. Ich hatte schon wieder eine Maske. Okay. Nee, oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh, überlebt. Wie wär's mal mit einem Checkpoint oder Schluss oder sowas? Oder mit einer Nitro-Kiste. Und noch mehr. Oh, da ist Schluss, da ist Schluss, da ist Schluss. Oh Gott. Wir haben die Hälfte, wir haben genau die Hälfte von den Kisten gehabt. Sehr ja, schön. Eben. Reicht doch aus. Wir haben jetzt echt 8 Minuten an diesem scheiß Level gesessen. Nee, du. Du spielst doch. Nee, ich. So, und jetzt kommen wir doch noch zum versprochenen Level. Beard. Beard. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie du auf diesen Namen gekommen bist. Beard. Prost, in dem Fall, ne? Ja, Bier. Prost, mein Jever. Die Musik ist so geil. Phil H. Merzen. Ah, sein Blick. Ah, so. Ich überlege gerade, okay, da konnte sprinten und so ein Kram halt. Ich überlege gerade, jetzt habe ich ja meine TV-Karte. Jetzt kann ich ja eigentlich auch noch zusätzlich zu der Crash Bandicoot-Serie von der PlayStation 1 Let's Play zu Crash Trinsanity machen. Also wenn da dann Interesse besteht überhaupt. Gab's das für die Xbox? Ja, das gab's für die Xbox. Also Xbox, die normale, nicht 360, aber ich habe das Spiel mir mal bei Amazon bestellt. Habe ich ja voller Freude können. Und, scheiß drauf, komm. Oh, guck mal, da war Free Willy. Warum eigentlich immer nur Free Willy? Warum nicht Free Hank?
Um jetzt mal wieder Schleichwerbung zu machen. Weil er schon frei ist. Ja, stimmt, da wurde ja irgendwas mal gemeldet. Ey, wie krank war denn. Guck mal, ich bin mit dem Wasser. Ich bin mit dem Kopf im Wasser. Steck mal nicht den Kopf ins Wasser. Müsst du mal meine Zeit kosten? Der war so geil. Hey Baby, willst du mal meine Zeit kosten? Um nochmal auf das Crash Bandicoot 3 Let's Play zu verweisen. Ja, das war aber auch wirklich geil, oder? War lustig. Ja, und das für das erste Let's Play, hab ich auch gedacht, wow, cool. Und deswegen mache ich jetzt erstmal den Tisch hier kaputt. Was, Tisch? Kennst du das nicht? Nein. Zeige ich dir irgendwann mal. Wenn wir hier fertig sind mit unserer langen Aufnahmesession, die jetzt mittlerweile schon eine Stunde geht, um mal hier auf den Tisch zu hauen. Ui! Mal Tacheles zu reden. Nur mal Tacheles zu reden, meine Busenfreunde. Ich überlege gerade, hier gab es irgendwie, glaube ich, ein Secret. Ich bin mir nur nicht sicher. Nein, hier war es noch nicht. Irgendein Level war das. Da konntest du dann hier wieder zurückspringen und dann irgendwelche Wege gehen. Och nö, jetzt muss ich die Scheißstelle hier nochmal machen. Ihr könnt mich ja korrigieren. Falls irgendwo habe ich das mal gesehen, jedenfalls. Dass man da schockgefroren ist. Wie mein Bier. Naja. Das war schlecht. Er war passend, ja. Ja, fand ich auch. Ey, diese Sprünge sind so. Ja, genau, nimm meine Boxershorts mit den Herzchen drauf. So ein typisches Klischee, ja. Herzchen, Boxershorts. Im letzten Let's Play meintest du, ich darf das nicht sagen, weil das zu privat ist, oder darf ich das jetzt wieder nicht sagen, weil es zu privat ist? Oh, du bist so doof. Nein, du bist der klügste Mensch aus Österreich, den ich kenne, neben Hitler. Als ob. Nein, wir wollen natürlich jetzt nicht politisch werden oder über die vergangene Zeiten sprechen, ne, du Österreicher? Nee. Hieß du nochmal mit Nachname? Hitler. Hitler. Hey, das klingt ja fast ähnlich wie so eine Person, die aus der Geschichte bekannt ist. Okay, 12 Minuten sollten reichen, oder wollen wir noch Crash Crush machen? Ach, mach noch. Machen so, wir noch, okay. Für die Fans. Zugabe. Du Penner! Du wusstest es, gib es zu! Nee, wusste ich nicht. Was? Nee! Ich sehe alles zeitversetzt, keine Ahnung, was? Was soll ich sehen? Ach so, oh, ja. Sind wieder deine Lieblingslevel, was willst du jetzt rummotzen hier? Ey, und sowas noch zum Schluss. Ey, ich hasse dich manchmal. Ich hasse dich manchmal so extrem. Habe ich dir schon mal gesagt? Hast du gerade gespeedet oder war das nur bei mir? Nee, ich mach hier immer diese Rutsch-Sprung-Attacke. Dann bin ich ein bisschen schneller. Oh Gott! Du wirst gleich sehen, warum ich dieses Geräusch gemacht habe. Man kann nach da hinten gehen? Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Erzähl mal was aus deiner Jugend, was dich tief bewegt hat. Mein Vater ist Jäger und da war ich ja eben mal mit Jagen und dann hat er einem Rehbock voll einen in die Rippen geschossen. Voll in die Fresse! Peng, voll in die Fresse! Peng, voll in die Fresse! Das war echt eine witzige Story, denn der... Eine witzige Story? Ey, wenn ich jetzt hier Veganer... Ich hab eine veganische Abonnentin. Ja, wir haben den Rehbock ja nicht gegessen, wir haben ihn nur abgeschossen. Ey. An der Stelle tut's mir leid, ich verbinde mich nicht mit seiner Äußerung. Tiere sollen leben. Nee, aber oder den Hochsitz kennst du, ne? Den Hochsitz kenne ich, ja, da hatte ich schon mal Sex. Liebe gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall, der Hochsitz war da und ungefähr 5 Meter hinter ihm war ein Weg. Da waren gerade 2 Wanderer. Dann kam zuerst der Schuss und der Rehbock lief genau Richtung Wanderweg und brach dann vor denen zusammen. Oh. Wir hatten halt den Schock des Lebens wie JW. Ich hatte auch gerade diesen Vergleich im Kopf.
Sehr schön. Aber wie wir uns wirklich ergänzen, das ist geil. Ich glaube, deswegen werden auch unsere Parts so gern geguckt. Das war, glaube ich, das bewegendste Ereignis in meiner Jugend. Ich überlege gerade, was ist mein bewegendster Augenblick gewesen? Ich glaube, das erste Mal, wo ich im Legoland war. Das war sehr schön. Ich war nie im Legoland. Ich war viermal da. Das muss es jetzt nochmal reindrücken, ne? Ja. Guck mal, dafür kriege ich jetzt hier nochmal ein Bonus-Level reingedrückt. Merkt man eigentlich, dass ich mich versuche zu beeilen bei dem Level? Überhaupt nicht. Merkt's beim ganzen Let's Play nicht. Nein. Ich meine, ich will dir ja deinen Gefallen tun und noch Donkey Kong mit dir anfangen. Ja. Wenn es überhaupt irgendwann mal kommt. Aber irgendwie schulde ich es dir, ja. Vor allem, ich habe jetzt Geburtstag. Ey, warum sterbe ich jetzt? Noch immer. Die Leute werden sich immer. Die Leute werden sich auch nicht denken, seit 5 Bars, hey, hat Geburtstag. Welcher Part ist denn das jetzt eigentlich? Ist das wirklich schon der 5. ja? Ne, ist der 4. Ja. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Nee, ist der 4. Oh Gott, ey, 4. Part schon. Unglaublich. Oh, du bleibst jetzt da drauf. Oh Mann, immer an der gleichen Stelle. Ich rutsch von meinem diesen scheiß D-Pad ab. Meine Hände sind voll verschwitzt durch dieses Wegrennen immer. Entschuldigung, das musste ich jetzt hier mal kundtun. Kundtun, genau, das war das Wort, was ich vorhin gesucht hatte. Ah, ey, ich hasse es, aber ich will das Bonus-Level machen, das gehört dazu, das zur Story irgendwie, die ja so weltbewegend ist. Ja, die ist fast so einfallsreich wie Super Mario. Nein, ich hab das Leben weggewirbelt. Ja, Super Mario, die Story, ey, das ist ein Traum, sag ich dir. Peach wurde entführt, du musst sie befreien. Das ist sehr traurig. Ungefähr in, wie viele Super Mario Spiele gibt es, was jetzt? Geschätzt. Ich sag mal jetzt so grob 30 Originalspiele von. Ich überlege auch gerade, ich war auch gerade so im 20-30er Bereich. Sag 20, ich sag 20. Ja, 20, komm hier hin, ja. Das Super sagen, Mario kannst World. Ja, komm, zählen wir mal durch. Super Mario. Obwohl, zählt das Spiel mit Donkey Kong dazu? Oder zählt Super Smash Bros. Auch mit dazu und sowas? Halt, überall, wo Super Mario dabei ist. Nee, ich meine eher, wo Peach entführt wurde. Achso, okay. Dann kommen da die 20, also 15 bis 20 hin. Ja. Oh, wenn ihr gerade Langeweile habt, könnt ihr es ja mal zählen und in die Kommentare schreiben. Wenn ihr was dagegen habt, dass wir euch ständig beten, was in die Kommentare zu schreiben, dann... Schreibt es in die Kommentare. Genau. Dein schöner klassischer Spruch, ja. Highlights. Ja, das sind so eine kleine Highlights, wirklich. Ich überlege immer noch, wollten wir nicht irgendwie auch mal zusammen... Scheiße. Wollten wir nicht irgendwie auch mal zusammen Dingens machen? Crash Bash? Ja. Aber da wollten wir ja das irgendwie hinkriegen, dass du dann noch mitzocken kannst. Du wolltest gerade fragen, gibt's da irgendeine Story? Crash Bash? Ja. Oha, kalt. Ich hab grad das kalte Bier auf meinen Oberschenkel gelegt. Ja, ich bin nackt. Du musst noch erwähnen, dass du gerade rauchst. Ich rauche gerade nicht, ich habe gerade einen Schluck Bier getrunken. Okay, aber das reicht auf jeden Fall für diese Folge. Es ist eine 18-Minuten-Folge, beziehungsweise 19 Minuten. Ja, erzähl mal was dazu. Wie findest du das Let's Play bisher? Ja, aber es ist ein Nervenkitzel. Emotional geht's hier auf und ab. Oh es ja. Ist in Worten ich kann mir kein geileres Let's Play vorstellen. In Worten kaum zu beschreiben und dann dieser Co-Moderator. Oh, nee. Dieser Co-Moderator ist wirklich göttlich. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Wir haben noch nicht einmal abgespeichert. Ich glaube, wir speichern mal. Um den Leuten überhaupt mal zu zeigen, wie es aussieht, wenn man hier speichert. Wir haben schon 18% vom Spiel. Hey! So, empty. Ey, ich glaube, wir können sogar Edit LP schreiben, oder? Edit. Ja, machen wir welches B? Machen wir welches B für Benji? Und ein kleines B. Und noch ein B.
Edit EP Benji. Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool. Eigentlich müsste ich ja Benji E schreiben. Weil du spielst ja. Stimmt, ja, genau. Alles klar. Okay, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt The Ideal. Mein Name ist Edit EP und das ist Benji, beziehungsweise der Spielanfragen-Verschicker an das Facebook-Profil des Bösen. Meine Busenfreunde. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüss. Hui.